So, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, ich habe jetzt die große Ehre und darf hier sitzen mit einer unserer größten Hoffnungsträgerinnen bei dieser Ski-WM in Aare, nämlich mit der Tamara Tippler. Liebe Tamara, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Erste Frage, spürst du schon so dieses Kribbeln, dieses berühmte Kribbeln in deinem Bauch? Ja, schon. Jetzt sind es nur mal 2 Tage bis zum ersten Rennen und die Spannung steigt, würde ich mal sagen, ja. Lass uns kurz ein bisschen plaudern drüber, was habt ihr bis jetzt gemacht? Ihr seid ja seit Mittwoch da. Ich meine, ein großes Thema hier ist natürlich das Wetter, dieser eisige Wind. Magst du dir ein bisschen Sorgen da, dass zum Beispiel das Programm durcheinander gewirbelt werden könnte? Keine Ahnung. Letztes Jahr war es eigentlich auch ziemlich wenig beim Finale und da sind wir dann mit dem Starterstickel runtergegangen und es hat dann auch recht gut funktioniert. Aber die Wetterbedingungen sollten ja sich ein bisschen bessern und der Wind sich ein bisschen legen. Also von dem her gehe ich mal davon aus, dass das halbwegs planmäßig vonstatten gehen wird da unten. Bei dir, Skimaterial, das stimmt alles, die Form stimmt auch. Was rechnest du dir da runter wirklich aus? Ja, das Material ist auch hier ein gutes Thema, weil ich habe heuer Ski gewechselt zu Salomon von Völkl. Und das war schon viel Arbeit, muss ich sagen. Ich habe es mir sicher ein bisschen leichter vorgestellt. In Lake Louise ist das dann nicht so gelaufen, wie ich mir das erwartet habe. Entschuldigung, wo waren da die Probleme? Ja, einfach bei der Feinabstimmung. Also man probiert halt einmal was und nachher kommt man doch drauf, es geht das noch besser oder das ein bisschen eine Veränderung beim Schuh. Und ja, aber jetzt glaube ich, haben wir was Gutes gefunden und deswegen ist es dann auch besser geworden von Rennen zu Rennen. Aber es ist Luft nach oben, würde ich mal sagen. Aber von heute auf morgen kann man das natürlich auch nicht alles. Also alles so genau abstimmen. Da ist sicher noch viel Arbeit. Aber wir haben was, wo wir vorne mitfahren können und das ist wichtig. Vorne mitfahren können, das macht es ja momentan. Also die ÖSV Speed-Damen legen ein ordentliches Tempo vor. Eigentlich zählt es ja hier, nicht nur eigentlich, sondern definitiv zu den Favoritinnen. Ja, abstreiten kann man das jetzt sicher mal nicht, weil wenn man alle Speedrennen auf dem Podest hat irgendwann von uns Mädels, dann ist man sicher mal in der Favoritenrolle, aber ich glaube, dass wir lieber in der Rolle sind, als wenn wir vorher noch nichts gewonnen haben. Von dem her können wir, glaube ich, mit erhobenen Hauptes da ins Rennen starten und das werden wir auch zeigen. Ja, und schauen wir mal, was rauskommt. Die anderen Mädels werden auch nicht, die schlafen auch nicht, die wollen auch ganz vorne reinfahren, so wie wir. Aber ich sage immer, der Beste soll gewinnen und schauen wir mal, was rauskommt. Von wem erwartest du dir eigentlich die schärfste Konkurrenz? Im eigenen Stall eigentlich, muss ich mal sagen. Genau das wollten wir hören, denn die Titelkämpfe hier in Aare sollen ja zu rot-weiß-roten Festspielen werden. Stichwort rot-weiß-rote Festspiele. Wer unterstützt dich hier von der Heimat? Mein Papa kommt auch vor, aber der ist zurzeit auch noch in Frankfurt am Flughafen, sitzt da fest. Aber bis zum Super-G wird sich das sicher alles ausgehen, also kein Stress, alles easy. Alles easy. Wo rechnest du dir eigentlich bessere Chancen aus? Abfahrt, Super-G? Definitiv im Super-G eigentlich und in der Abfahrt wird es wahrscheinlich eine Qualifikation geben, da bin ich ja nicht fix gesetzt. Aber im Super-G, das taugt mir einfach, der erste Lauf muss da passen, da habe ich vorher kein Training und das ist was, was ich eigentlich gut im Gefühl habe. Das habe ich bis jetzt schon des Öfteren sagen können, aber wie es dann im Endeffekt ist, das ist, da muss einfach alles zusammenpassen. An so einem Tag, wenn man da eine Medaille sich holen will, dann muss zuerst einmal gut schlafen, der Tag muss passen, der Lauf muss da liegen, die Pistenverhältnisse, das Wetter muss mitspielen und es gehört ein bisschen ein Klick dazu. Aber ich bin in Form und ich werde mein Bestes tun. Du kannst ja sicher sein, dass eben tausende Fans zu Hause und wir hier natürlich dir im Zielraum ganz, ganz fest die Daumen drücken. Danke, Tamara. Dankeschön.